Welche sind die besten Gaming-Stühle, die es derzeit gibt? Wir haben über 90 verglichen und in diesem Video zeigen wir Ihnen die, von denen wir glauben, dass sie das größte Potenzial haben. Top 5 Razer Iscur. Razer, die Marke mit den drei Schlangen, bietet hier eine Option an, welche sich ein wenig zwischen zwei Preisklassen positioniert. Mit dem Modell Iscur hat man einen bequemen Gaming-Stuhl. Er ist für Personen mit einer Körpergröße von 1,70 m bis 1,90 m gedacht und kann ein Gewicht von bis zu 136 kg tragen. Da die Rückenlehne mit 85 cm sehr hoch ist, bietet er wirklich guten Halt, auch für größere Personen. Dieser Sitz hat eine sehr gute Qualität, die einen Blick wert ist. Man findet hier Armlehnen, die sich in vier Richtungen bewegen können. Allerdings sind das Fehlen einer echten Verstellmöglichkeit im Lendenwirbelbereich und die feste Kopfstütze etwas enttäuschend. Außerdem können sich die Sitzfläche mit 40 cm und die Rückenlehne mit 38 cm Breite als etwas schmaler weisen. Dennoch sind Sitz und Rückenlehne komfortabel. Letztere lässt sich um bis zu 139 Grad neigen, damit sie sich auch entspannen können. Nach Meinung der Nutzer ist er besser als die kürzlich erschienene Version X, obwohl die Unterstützung der Lendenwirbelsäule bei dieser Version verbessert wurde. Zusammenfassend lässt sich sagen, seine Stärken sind guter Komfort, eine gute Ergonomie, eine gute Materialqualität, verstellbare 4D-Armlehnen. Und seine Schwächen? Eine schmalere Sitzfläche und Rückenlehnenbreite, keine Verstellbarkeit der Lendenwirbelsäule und eine feste Kopfstütze. Wie immer haben wir die Links zu allen Produkten, die wir ausgewählt haben, in die Beschreibung dieses Videos aufgenommen, also schauen Sie ruhig mal rein, wenn Sie sehen möchten, wo es sie zum besten Preis gibt. Top 4 Noble Chairs Icon. Noble Chairs ist wahrscheinlich der Hersteller, der vor der Einführung von Secret Lab die meisten positiven Bewertungen gewonnen hat. Und das gilt vor allem für die Icon und Epic Serie, dessen Gaming-Akzente subtil und sehr geschmackvoll sind. Insgesamt ist dieses Modell komfortabel und qualitativ hochwertig und das zu einem noch moderaten Preis. Die Marke empfiehlt ihn für Nutzer mit einer Körpergröße von 1,45 m bis 1,90 m und einem Gewicht von 45 bis 135 kg, obwohl das Maximalgewicht 150 kg beträgt. Seine Neigung kann von 90 bis 135 Grad eingestellt werden. Er verfügt ebenfalls über 4D-Armlehnen sowie zwei Stützkissen für den Nacken- und Lendenwirbelbereich. Bei den Materialien haben Sie die Wahl zwischen Kunstleder, Leder, Hightech-Kunstleder oder Stoff und alle Varianten sind leicht zu reinigen. Die Polsterung ist verformungsresistent und besteht aus atmungsaktivem Kaltschaum, der die Hitzestaus bei langen Gaming-Sessions verringert. Die Materialqualität und die Verarbeitung werden jedoch von einigen Nutzern manchmal in Frage gestellt. Letztendlich sind seine Stärken: guter Sitzkomfort, verschiedene Bezugsarten und Farben, strapazierfähige Polsterung, für viele Körpergrößen geeignet und 4D-Armlehnen. Und seine Schwächen? Langfristig verbesserungswürdige Robustheit. Top 3 Corsair T3 Rush. Hoher Komfort und durchdachte Ergonomie sind die Begriffe, die uns in den Sinn kommen, wenn wir über dieses Modell sprechen. Darüber hinaus besitzt er eine recht unauffällige Optik, die ihn von seinen Konkurrenten abhebt. Der T3 Rush ist, wie der Name schon sagt, das dritte Modell des Corsair Gaming-Stuhls. Er übernimmt verschiedene Elemente des T1 Race, verbessert aber das Endergebnis durch eine bessere Haltbarkeit und einen höheren Komfort, insbesondere durch den Schaumstoff im Rücken und am Kopf. Es gibt ziemlich umfassende Einstellungsmöglichkeiten mit 4D-Armlehnen, einer leicht anpassbaren Rückenlehne und zwei Kissen zur Unterstützung der Lenden- und Halswirbelsäule. Er ist für Personen mit durchschnittlicher Statur geeignet und verträgt ein Gewicht von maximal 120 kg. Der Stuhl lässt sich leicht montieren und die Marke sieht sogar zwei zusätzliche Schrauben vor, falls eine davon beschädigt werden sollte. Einige Nutzer berichten jedoch von kleinen Problemen mit dem Zylinder, dem Teil, mit dem die Höhe des Sitzes eingestellt wird. Außerdem könnten die Armlehnen stabiler sein. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass seine Stärken die folgenden sind: guter Komfort, eine gut durchdachte Ergonomie, ein schönes, unauffälliges Design, gute Einstellmöglichkeiten. Und seine Schwächen? Etwas instabile Armlehnen, ein Zylinder mit Schwächen. Top 2 Secret Lab Omega 2020 Series. Sicherlich kann die Investition in diesen Stuhl je nach den gewählten Optionen in die Höhe schnellen, aber Sie haben hier die Gewissheit, dass Sie einen modularen und äußerst widerstandsfähigen Sitz erhalten.
Dieses Modell ist für Benutzer mit Standardmorphologie gedacht, die idealerweise zwischen 1,60 Meter und 1,80 Meter groß sind und ein Gewicht von maximal 110 Kilogramm haben. Er ist komfortabel und bietet umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten. Dazu gehören 4D-Armlehnen, eine verstellbare Sitzfläche, eine vollständig verstellbare Neigung mit bis zu 165 Grad sowie eine verstellbare Lendenwirbelstütze. Des Weiteren sind die im unteren Nackenbereich und als Nackenstütze vorhandenen Kissen aus Memory-Schaum mit einer kühlenden Gelschicht versehen. Das verhindert einen Wärmestau bei langen Stunden des Gamings. Die Marke verwendet im Übrigen auch XL-Rollen, um den Stuhl leichter zu bewegen und gleichzeitig weniger Lärm zu machen, sowie das Risiko von Schäden an ihren Böden zu verringern. Letztlich könnte die Sitztiefe von 49 cm für kleinere Personen etwas zu lang sein, aber das Lendenkissen gleicht dieses Problem aus. Zusammenfassend sind seine Stärken: eine umfangreiche Personalisierung, ein ausgezeichneter Komfort, Kissen aus Schaumstoff mit Formgedächtnis, eine sehr hohe Modularität. Und seine Schwächen? Ein Maximalgewicht von nur 110 Kilogramm. Und kurz bevor wir zu Top 1 kommen, abonnieren Sie ruhig unseren Kanal, wenn Ihnen die Top 5 der besten Produkte gefallen, denn wir bringen sehr oft neue heraus. Top 1: Secret Lab Titan Evo 2022. Mit diesem Modell sprengt Secret Lab den Markt und erobert unzählige Gamer. Und das aus gutem Grund. Es hat eine sehr hohe Individualisierbarkeit, gute Ergonomie, ein schönes Design und verschiedene Einstellungsmöglichkeiten. 4D-Armlehnen, Höhe, Neigung, magnetische Kopfstütze, Lendenwirbelstütze etc. Es gibt ihn in drei verschiedenen Größen. Der Small bietet Platz für eine Person mit einer Körpergröße von bis zu 1,69 Meter und 90 Kilogramm. Der Regular ist für Personen mit einer Körpergröße von 1,70 Meter bis 1,89 Meter und einem Körpergewicht von bis zu 100 Kilogramm gedacht. Und der XL ist für größere Menschen mit einer Körpergröße von 1,81 Meter bis 2,05 Meter und einem Gewicht zwischen 80 und 180 Kilogramm. Darüber hinaus bietet es vier verschiedene Bezüge und mehrere Farben. Beachten Sie, dass der Stoff etwas schneller verschmutzt. Wir bedauern, dass die Armlehnen mit Formgedächtnis nicht im Preis inbegriffen sind und dass man fast 80 Euro auf den ohnehin schon beträchtlichen Startpreis aufschlagen muss. Außerdem sind die Basics aus Kunstleder nach Meinung vieler Nutzer ziemlich hart. Der Stuhl ist leicht zu montieren und verfügt über eine sehr gute Materialqualität, die lange hält. Die Sitzfläche kann jedoch, wie erwähnt, für manche etwas hart sein. Zusammenfassend lässt sich sagen, seine Stärken sind: eine sehr hohe Individualisierbarkeit, eine gute Ergonomie, drei verschiedene Größen, um sich an die Bedürfnisse jedes Einzelnen anzupassen, eine große Anzahl von Anpassungsmöglichkeiten und eine sehr gute Hardwarequalität. Und seine Schwächen? Armlehnen mit Formgedächtnis sind nicht in der Grundausstattung enthalten und eine etwas harte Sitzfläche. Damit ist unsere Auswahl der derzeit besten Gamerstühle abgeschlossen. Zur Erinnerung: die Links zu allen Produkten, die wir erwähnt haben, finden Sie in der Beschreibung dieses Videos. Und wenn Ihnen die Tops der besten Produkte gefallen, zögern Sie nicht, unseren Kanal zu abonnieren.